den vierten Teil erst erklärt und setzen dann im nächsten Video Part 3 und Part 4 musikalisch zusammen. Ja? Okay, gut. Macht einmal nur die Arme. Ja, bam, bam, rastet ein. Und ja, bam, man muss wirklich sehen, dass ihr drückt. Die ganze Welt und pum. Das kommt 6-mal pum. Und 5 und pum. Und 6 und pum. Die Beine machen rechts raus, einlassen. Und links raus, einlassen. Und flex den Fuß, rastet ein. Flex den Fuß, ja, zusammen. 7 und 8. Yakatakatam, bam, bum. Und yakatakatam, das ist Zeitlupe. Und drittes Mal und bum. Und viertes Mal rastet ein. Haut. Fünftes Mal rastet ein. Haut. Sechstes Mal und stopp. So, jetzt haben wir drei Gruppen, machen hopp, hopp auf. Wieder rot, türkis und pink. Ich hoffe, ihr habt das richtig gesagt. Und jeweils die nächste Gruppe macht einmal mehr. Und hopp, hopp, auf und pum. Die zweite. Und hopp, hopp, auf und pum. Die dritte. Und hopp, hopp, auf und pum. Super. So, jetzt üben wir einmal ganz kurz den Schritt. Kick, close, raus. Kick, close, raus. Kick, close, raus. Kick, close, raus. Die Arme kennen wir schon genau vom Anfang. Und wichtig ist diese Zwischenstation. Vor und down, ja? Macht mal und kick und raus, kick und stopp, kick und stopp, kick und stopp, ja? So, das macht die erste Gruppe zweimal. Nein, ihr macht das zweimal und die nächste Gruppe setzt ein, macht es zweimal und die nächste Gruppe setzt ein, macht es zweimal. Und das bedeutet, gut, dass du fragst, Angelika, die Roten machen das 6-mal, die Türkisfarben machen das 4-mal, und die, welche Farbe ist das denn? Die machen das zweimal. Okay, so, wir sind hopp, hopp auf, alle angekommen. Erste Gruppe und kick an, ha, kick an, ha. Zweite Gruppe setzt ein, jacke, jacke, ha. Dritte Gruppe setzt ein, jacke, stopp. Und jetzt haben wir alle wieder Pose 1, Pose 2, Pose 3 und da kommt nur noch erste Strophe. Super einfach. Aber wir machen jetzt erstmal Part 3 und 4 mit Musik.